Das ist ja super. Oh. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen, Arkanistenfieber wieder dazu. Ha, ausweichen und heia! Warte mal. Ich wollte das mit dem Streitkolben probieren. Aber den habe ich jetzt hier gerade nicht. Mein Streitkolben könnte gut für Skelette sein. Achso, das heißt Eisen. Aua. Alter, tatsächlich. Oh oh. Oh oh. Schnell mal einen Gesundheitstrank trinken. Oh! Die Verlorenen, sie sind ja richtig stark! Oh! Die Tür ist ja gerade richtig cool zusammengefallen. Trinken wir noch einen? Hilfe, ich hänge! Ich hänge! Oh! Aber, ganz im Ernst, ich will das nochmal gerne laden. Alter, was ist denn das hier gewesen? Das hier probieren wir jetzt nochmal. Mit dem Schild. Und bam. Mensch, die Musik ist ja richtig gut hier heute. Voll spannend. So, den ersten haben wir schon mal. Ich möchte ja ganz im Ernst, ich möchte gerne den Zauber jetzt nehmen. Das hat er richtig reingehauen. Boah. Ich muss mal ein bisschen hin und her springen. Das ist man normalerweise nicht von mir gewohnt. Hm, die Wand sieht brüchig aus. Ja, ist ja schön. Boah. Dieser Blitz ist mega gut. Will ich mal einfach so sagen. Ja, los! Ja! Oh! Diesmal ganz ohne Gesundheitstrank ausgekommen. Wo ist denn der Rest? Ah, hier. Da liegt noch einer. Der hat nur einen Beil. 23% haben wir jetzt schon. So, fleischloser, Knochenmehl. Ein bisschen Pfeile. Den Bogen lassen wir mal. Und das sieht hier gar nicht mal so unspektakulär aus. Hier gibt es sogar ein paar Pilze. Jetzt möchte ich hier gerne speichern. Und jetzt aktivieren wir einfach mal. Das sieht ja richtig genial aus. Aber ich bin zu weit nach hinten gegangen, leider. Da hat das ein bisschen geflimmert. Warte mal, ich will das nochmal machen. Was passiert, wenn ich das auf der anderen Seite mache? Geht nicht. Ich kann das nur auf der Seite machen. Alter, wie geil. Hä? Warum verschwinden denn die Teile sofort? Was haben die denn hier programmiert? Oh, das sieht ja... Oh. Ich frage mich gerade, wo ich hier bin. Wie heißt denn das hier überhaupt? Alt-Sherat. Ich bin sowas von gespannt, wo wir hierher kommen. Und was es hier unten gibt. Hier muss es doch irgendwas total toll. Ja. Ich werde meine Fackel rausnehmen. Boah, wird das jetzt hier hell. So, ein Streitkolben habe ich auch. Also, falls es irgendwie zu kämpfen kommt. Zum Kampf kommen sollte, bin ich gewappnet.
Und hier könnte das Arkanistenfieber wieder etwas steigen. Habe ich so das Gefühl? Nein. Ach nee. Eine Tunnelspinne. Nee, Erdung will ich nicht. Wollen wir mal den Kettenblitz probieren? Der Kettenblitz, der springt auch auf den nächsten über. Das finde ich voll genial. Oder auch nicht. So wie jetzt gerade. So, gegen Spinnen. Könnte eine Spitz, eine Axt gut sein. Oder Feuer. So. Hm, du siehst so putzig aus, kleine Spinne. Nein, bitte nicht. Kann ich hier auf den Knopf drücken? Nö. So, jetzt haben wir das hier schon mal überlebt. Wir können wieder speichern. Was ist das? Achso, das sind einfach nur Spinnenweben. Ich bin gespannt, wo wir hier hinkommen. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass hier gleich irgendwelche Fallen aufspringen. Also ich möchte jetzt nur eins dazu sagen. Hier war ich bei dem letzten Mal nicht drin. Von daher ist das hier komplett neu für mich. Öffne Tür. Komme ich da oben auch irgendwo hin? Ich habe gerade was gehört. Entweder war das gerade die Musik. Aua. Okay, da komme ich nicht hin. Wollen wir mal die Tür öffnen? Ach nee. Schon wieder eine Spinne. Warum auch nicht? Okay. Huah! Feuer bewirkt leider nicht so viel. Wir probieren es nochmal mit dem Kettenblitz. Die Musik ist voll genial. Und da ja! Los! Boah! So, die eine Spinne ist weg. Also wir haben jetzt nur noch eine. So, da wollen wir jetzt aber Lebensabsorption nehmen, weil dann kann ich mich nämlich mal ein bisschen heilen. Aber dafür muss ich mal einen Mana-Trank nehmen. Los! Verliere Leben! Ich saug dich aus! Gut. Dann wollen wir jetzt mal wieder... eine Axt. Nimm mal die Axt. Ich muss das ja jetzt noch alles testen. Ey! Du hast mich voll erwischt. Oh! Das war gerade eine Animation. Die kürzeste Animation der Welt. Einmal draufgehauen. So. Dann wollen wir mal gucken. Was gibt es hier? Hört ihr mal diese Geräusche an? Hier tropft es auf jeden Fall. Hier ist irgendwas undicht. Was haben wir hier? Setz einen Tisch. Ich kann mich ja an den Tisch setzen. Cool. So, was gibt es denn hier? Gibt es ein paar Schriftrollen? Aber die kann ich nicht nehmen. Da. Alte Kristallmünze. Alte Kristallmünze. Aber sonst gibt es hier nichts an diesem Tisch. Achso, wo ist denn jetzt eigentlich die Fackel? Ist meine Fackel leer? So, machen wir mal die nächste an. Was haben die denn hier für Experimente gemacht? Hier ist einfach mein Trollschädel, wenn ich das richtig erkenne. Hier hat auf jeden Fall irgendwer ein wenig Experimente gemacht. Hier sind so eine Truhe, hier sind ein paar Pfeile drin, armseliger Seelenstein, zwei Dietriche, kleiner Seelenstein gefühlt. Oh, okay. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Malachiterz. Und hier oben, Libelle im Glas. Oh, cool. Das sind, glaube ich, Sammelobjekte, kann ich mir vorstellen.
Hier mal eben gerade. Den kann ich mir dann irgendwo hinstellen. Ich nehme sie mit. Und ein bisschen Malachiterz. Und hier unten sind noch ganz viele alte Münzen. Die sind ja auch ein bisschen was wert, von daher nehme ich sie mit. Aber was wurde hier unten für ein Experiment gemacht? Ob wir das noch rausfinden werden, das ist die Frage. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe doch gerade was atmen gehört, oder? Die Musik ist jedenfalls sehr... Da geht's weiter. Wo geht's hier hin? Das hat jedenfalls mal hier diese Falle ausgelöst. Es geht nach unten und es geht hier oben weiter. Okay. Toter Abenteurer. Die Fackel ist da fest platziert. Da ist eine Urne. Bisschen Knochenmehl ist drin. Die kann ich nicht aufmachen. Ich frage mich ja, wo komme ich hier hin? Vor allen Dingen, wo geht's hier weiter? Geht's oben weiter oder unten? Naja, ich kann wahrscheinlich sowohl als auch gehen. Und gehe trotzdem immer weiter hinein. Und hier ist erstmal eine ganz fette Spinnenwebe. Das ist so offen, ne? Was ist das da? Oh Gott, hä? Was ist denn das für ein Bug? Hallo? Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn das da so flimmert, aber dann gucken wir mal nicht hin. Da ist was. Ein Bandur. Wir werden es mal mit Kettenblitzen probieren. Die sind gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt nehmen wir den Flammenbiss, weil eigentlich sind Flammen immer gut gegen Tote. Wie sieht das Viech denn aus? Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Das ist ja genial. Ihr seid auf Stufe 5 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und da... Ja, das ist sehr schön. Lebensenergie 99, Mana 96, Stamina 106. Wird ein Attribut aus. Ich würde ja fast sagen, dass wir die Lebensenergie mal ein bisschen erhöhen. Warte mal, ich will mal kurz die Fackel wieder auspacken. Das Wesen sieht ja noch schlimmer aus als die Daugere von Skyrim. Alter. Wie widerlich. Was hat... Oh. 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 Eisenkriegsaxt der Auslagerung. Absorbiert 4 Punkte Ausdauer. Klingt super, nehme ich mit. 5 Groschen. Was habe ich da? Schleichen ist 4% effektiv. Habe ich die nicht schon? Egal, ich nehme sie mit. Knochen. Mehl. Boah, das sieht richtig geil aus hier unten. Das sieht richtig aus wie so ein Schrein oder... Oh, mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter. Das glaubst du gar nicht. Ich will mal ganz kurz... ich will mal ganz kurz meinen Skillbaum ein bisschen weitermachen. Die Frage ist, ich würde ja jetzt gerne noch ein bisschen Schwertkampf hinzunehmen, weil wir benutzen es ja doch relativ viel. Hüter Moloch. Die Erinnerung des Hüters verbessert die Wirksamkeit von Defensivtechniken, wie Paraden und schwere Rüstung, sowie alles, was eure Widerstandsfähigkeit im Kampf beeinflusst. Wäre natürlich nicht schlecht, aber ich brauche irgendwas für den Angriff gerade. Baba. Die Erinnerung des Vandalen verbessert euren Umgang mit Zweihandwaffen. Ja. Die Erinnerung Klingentänzer verbessert euer Geschick mit Führen einer Zweier-Einhandwaffe.
einer oder zweier Einhandwaffen. Erhöht 8%. Wenn ich das jetzt nochmal erhöhe, sind das nochmal 7%. Was ist denn das da drüber? Kampfverhaltung. Mächtiger Angriff mit Einhandwaffen. Verbrauchen 25... Ja! Auf jeden Fall. Was gibt's denn da als nächstes? Gemetzel. Angriffe mit Einhandäxten verursachen zusätzlichen Blutungsschaden. Oh, voll gut. Angriffe mit Streitkolben ignorieren 40% des gegnerischen Rüstungswerts. Alter! Was haben wir hier noch? Angriffe mit Einhandschwertern haben eine Chance von 10% zusätzlichen kritischen Schaden. Oh, das ist ja voll gut. Das ist ja mega. Ich will gar nicht wissen, was ist da oben. Betäubungshieb. Ein mächtiger Angriff mit einer Einhandwaffe aus dem Rückwärtslauf heraus hat eine 25%ige Chance, das Ziel zu lähmen. Alter. Yeah. Es hört sich sowas von gut an alles. Aber wir müssen langsam anfangen. Ich möchte ja auch noch so ein paar... Ich weiß nicht, ob wir doch ein bisschen was vom Dieb möchten wir auch haben. Also wir müssen irgendwie alles mal ein bisschen ausprobieren. Das habe ich ja beim letzten Mal alles total vernachlässigt. Alter. Ich will mal kurz die Fackel einstecken. Guck dir das hier mal an. Ich nenne das den Tod. Sieht so hammeraffen geil aus. Tut mir leid, wenn ich das mal sagen möchte. Muss, aber es ist so. Alte Kristallmünzen. Was haben wir da? Rolle des Lichtboten. Was macht denn die Rolle des Lichtboten? Magierlicht. Magierlicht! Moment. Hier, her damit. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ich glaube, das könnte so eine Kugel sein, die uns verfolgt. Da brauchen wir keine Fackel mehr. Aber was war jetzt dieses, was war denn das jetzt gerade? Die Schriftrolle hier, ne? Lichtboten. Setzt Verlorene bis Stufe 13 in Feuer und lässt sie für 30 Sekunden fliehen. Aha. Okay. Was wir schon alles an Zauber haben hier, ne? Senkt kurzfristig Mana-Kosten für Zauber aller Art. Das könnten wir... Achso, das habe ich ja auch drin. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal eingesetzt. Magierlicht. Ich möchte das mal eben gerade... Ah ja, das ist tatsächlich so, wie ich mir dachte. Dass das so eine Lichtkugel ist, die uns verfolgt. Finde ich super. Alter, ist das jetzt hell. Oh, oh. Gut, da darf ich nicht zu nah dran. Da ist ja ein Enderei-Symbol. Ist da oben noch was? Ich will da mal gucken. Also hieran merkt man wieder, wir müssen tatsächlich... Boah, geht's hier hoch. Hier merkt man wieder, wir müssen tatsächlich überall gucken, ob es da irgendwas gibt. Und 3, 2, 1. 3 von 100 magischen Symbolen gesammelt. Mensch. Ich finde das voll gut. Aber da sieht man mal wieder, es war gut, dass wir hier reingegangen sind. Und hier gibt es auch noch irgendwas. Gucken wir mal in die Truhe. Ah, das Licht ist ausgegangen. Was bin ich froh. Makelloser Granatstein. 150. Boah, Schockschutztrank. Hier noch ein Feuerschutztrank. Der könnte vielleicht nützlich sein. Nehmen wir aber auch die Schuhe mit. Gibt es denn hier noch was? Ich will noch mal kurz speichern. Es kann ja sein. Okay, hier gibt es nichts. Aber das geht auf unser Arkanistenfieber hier. Das sieht sowas von genial aus. Ist hier noch was? Ein Hammer. Mann, bist du der Hammer. So. Gehen wir jetzt mal hier wieder weg. Aber das hier ist ehrlich gesagt wahnsinnig cool gemacht. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, den man angebetet hat. Und dieses Wesen scheint das gemacht zu haben. So. Die Musik wird echt traumhaft gerade. Von wo bin ich denn gekommen eigentlich? Von hier. Von hier bin ich gekommen. Okay. Das heißt also, wir müssen da runter. Oh oh. Oh oh. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich irgendwas übersehe. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was übersehen. Aber
Das ist dann halt so. Man kann nicht alles hundertprozentig sehen. Ist da wer? Hallo? Ganz im Ernst, mir ist das hier gerade etwas zu ruhig. Ich nehme aber auch gerne die Fackel raus. Weil diese Leuchtkugel ist zwar schön und gut, aber die macht das doch alles ein bisschen zu hell. Oh, da. Wir haben auch leider noch keinen anderen Bogen gefunden, oder? Oder habe ich schon einen? Morscher Langbogen. Warum benutze ich denn den morschen Langbogen? Ist doch eigentlich besser, wenn ich den normalen nehme. Weil der ja ein bisschen stabiler auch ist. So, dann wollen wir mal zielen. Schuss. Okay. 1,5 Schaden. Der weicht mir auch noch aus. Yippie! Einer ist tot. Boah! Das ging aber gerade noch gut. Ich konnte ein bisschen ausweichen. Wollen wir mal den Kettenblitz wieder nehmen? Oh! Alter, ist der Kettenblitz gut! Ich habe mich, glaube ich, verliebt in den Kettenblitz. Weil das hat ja diesen Bogenschützen, hat das ja mit einem Schlag, hat das ja vernichtet. Und den habe ich noch nicht mal anvisiert, ne? Finde ich voll gut. Wo komme ich hier eigentlich hin? Oh Gott. Meine Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Geht's da weiter? Oder geht es hier weiter? Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Also hier weiter. Da ist ja noch einer. Ich dachte, das wären sie alle gewesen. Oh. Ich glaube, der hat gerade nicht damit gerechnet. Schön. Okay, hier geht's nicht weiter. Es war also richtig, die richtige Entscheidung, hier nochmal nachzugucken. Wie ruckelt das hier manchmal, ne? So, oh nee. Eine Novizentruhe, die kriege ich aber zum Glück auf. Ja, super! Eisenaxt. Eisenerz. Eiserner Schild. Groschen. Was ist das? Feuergift ranzig. Ziel ist 20% Punkte anfälliger für Feuerschaden für 30 Sekunden. Aha. Lederharnisch. Naja. Wie viel Gewicht kann ich noch mit? Ach, ich kann noch so viel mitschleppen. Komm, nehmen wir alles mit. Dann müssen wir einen Händler nur suchen, damit ich das ganze Kram wieder loswerde, ne? Eine Urne. Knochenmehl. Noch eine Urne. Noch mehr Knochenmehl. Also hier kriegt man echt viel Knochenmehl zusammen. Mensch. Hier gibt es auch noch ein paar Schwämme. Ich finde ja ganz gut, dass die hier so ein bisschen für die Beleuchtung sorgen. Und dieses Feuer da, das ist ja magisches Feuer. Der hat nur noch das Beil. Das Beil will ich aber nicht mitnehmen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ho! Alter! Erschreckt mich nicht so! Ja nun, also, ich will ja jetzt nichts sagen, aber es wirkt hier sehr, vertrauenserweckend, wenn da eine tote Spinne liegt. Ich guck mich mal vorsichtig um. Hier ist ein Rucksack mit einer Fackel und ein Verzauberungstrank. Oh, Verzauberung um 7% stärker. Oh, das ist gut. Eine Tunnelspinne.
Ich müsste eigentlich mal das magische Schwert ausprobieren beim nächsten Kampf, ne? Wie gut das ist. Also hier scheint schon mal jemand vorbeigekommen zu sein, so wie es aussieht. Das Feuer sieht... Oh, da sitzt Tarantula! Aber hallo! Und hier liegt tatsächlich ein Toter. Ein Brief. Okay, wir werden ihn uns gleich mal angucken. Wir nehmen mal den Eisendolch mit. Hier, Eisenharnisch, mitnehmen. Feine Schuhe, mitnehmen. Lavendel mitnehmen. Die sind bald voll, aber egal. Genesungstrank ranzig. Und was ist das da? Hölzerne Rose. Eine hölzerne Rose? Wofür ist die denn gut? Kann ich damit vielleicht eine Tür öffnen? Würde mich jetzt nicht wundern. Ich habe jetzt nur ein Problem. Kettenblitze. Speichern. Anvisieren. Tunnelspinnenkönigin. Huah! Alter! Wie schnell bist du denn? Aber sie hält nicht viel aus davon. Das ist schon mal positiv. Nein, ich habe jetzt irgendwie gerade den falschen Knopf gedrückt. Bams! Oh! Wie viele Blitze habe ich abgefeuert? 5. Die hat echt nichts ausgehalten. Aber sie bringt doch nichts. Außer ein bisschen Erfahrungspunkte. Boah, ich dachte gerade, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Aber es war doch nicht so schlimm. Und da geht noch ein Gang weiter. Und das sieht doch aus, als ob da eine Falle wäre. Also für das sollte ich vielleicht Feuer nehmen. Oh, ich kann hier tatsächlich hinterlaufen. Aber gebracht hat es mir irgendwie nichts. Oh doch, hier, guck mal. Da ist ja eine Truhe. Feuerschutztrank. Dann noch ein Mana-Trank. Und Schmieröl. Was kann ich denn mit Schmieröl machen? Ich meine, das würde ich nicht freiwillig trinken. Aber ich muss es anscheinend mal trinken. Damit ich weiß, was es bringt. Was haben wir hier? Huch! Nehme Schale. Komm, nimm mal mit. Vielleicht finden wir ja hier drinnen etwas, was für diese Brunnen da draußen ganz vorteilhaft wäre. Weil wir haben ja beim letzten Mal diesen Wunschbrunnen oder Wünschelbrunnen oder wie die hießen gefunden. Und das könnte ja sein, dass wir hier drinnen vielleicht was finden dafür. Würde ja Sinn machen. So. Speichern. Ach ja, gucke mal. Da ist ja Onkel. Paul. Komm her. Put, put, put. Na los. Ha. So geht's auch. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, noch ein Schuss. Boah. Alter, voll explodiert. Ich find's genial. Also diese Blitze sind wirklich super. Aber ich werde das wahrscheinlich noch 1000 Mal sagen heute. Also stellt euch da schon mal drauf ein. Das wird zur Hälfte in diesem Let's Play vorkommen, dass ich diesen Zauber toll finde. Ups, den Schädel wollte ich nicht mitnehmen. Da geht's ja noch weiter runter. Ist das gewollt? Dass ich da runterspringe? Ich werde das gleich probieren. Aber vorher speichere ich ab. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Ende ist. Beim besten Willen nicht. Achso, den haben wir ja schon durchsucht. Was haben wir hier? Genesungstrank einfach. Mhm. Was ist das? Gibt
gibt's hier denn noch sonst noch was zu finden oder war es das? Nee, es gibt hier nichts mehr zu finden. Also, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich mach mal eben die Fackel aus. Ein Drachenkopf ist das nicht. Das sind ja die Dinger hier. Was soll das sein? Ein bisschen Angst macht mir das ja schon, ne? Muss ich denn da runter? Es sieht doch so aus, als ob wir... Ja, wir haben, glaube ich, alles gesehen. Aber geht's da tatsächlich runter? Es würde mich nicht wundern. Geronimo! Tatsächlich!